Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule-Schreiber. Wenn es nach der Blüte zu einem Fruchtfall kommt, bevor die Früchte reif werden, dann kann das verschiedenste Ursachen haben. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, was man tun kann, damit euch das nicht passiert. Viel Spaß! Es gibt verschiedenste Gründe, die zu Fruchtfall führen können. Einer der häufigsten davon, der ist Spätfrost. Entgegen dem Glauben vieler Leute, dass Obstbäume vor allem während der Blüte besonders sensibel für Spätfröste sind, ist es so, dass mit fortschreitender Vegetation die kleinen Früchte bzw. die größer werdenden Früchte immer sensibler werden. Am Beispiel Marillen, die während der Blüte zum Beispiel oft noch 2 Grad minus ohne dramatische Schäden aushalten. Das ist zwar vielleicht schon gut ausgedünnt, aber es bleibt immer auch noch Ertrag übrig. Ist es so, dass bei 2 Grad minus Anfang Mai bei kleinen Früchten, bei daumennagelgroßen Früchten, die Ernte dann oft komplett zerstört ist. Sprich, früh halten die Bäume noch mehr aus als zu einem späteren Stadium. Mit jedem Tag werden die Blüten bzw. die Früchte sensibler für Spätfröste. Ein weiterer Grund, warum es zu einem Fruchtfall kommen kann, ist schlichtweg kaltes Wetter. Damit meine ich jetzt keine Spätfröste, also keine Minusgrade, sondern einfach kühles Wetter während und nach der Blüte. Warum kann das jetzt zu Fruchtfall führen? Das hat verschiedene Ursachen. Auf der einen Seite ist es so, dass bei kühlem, nass, feuchten Blühwetter ganz einfach weniger bestäubende Insekten unterwegs sind. Es gibt weniger Bienenflug, dadurch auch eine schlechtere Befruchtung. Und die schlechtere Befruchtung führt dazu, dass entweder gar keine Befruchtung stattfindet oder auch eine unzureichende Befruchtung. Es kann nämlich sein, dass sich kleine Früchte noch entwickeln, diese aber dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nach der Blüte nicht mehr weiterwachsen und abgestoßen werden. Mangelnde Befruchtung ist dafür sicherlich einer der Hauptfaktoren. Es kann aber auch sein, dass es während der Blüte zu einer guten Befruchtung kommt und kaltes Wetter nach der Blüte zu einem Fruchtfall führt. Das ist deswegen der Fall, weil zum Beispiel die Bäume weniger Assimilationsleistung bei kühlem Wetter haben im Vergleich zu optimalen Bedingungen. Wenn es sehr trocken ist, sehr kühl ist, das Sonnenlicht fehlt, es während und nach der Blüte viele kühle, kalte Tage, kalte Nächte gibt, dann sind die Bäume nicht so leistungsfähig und können keine Reservestoffe in die Blüten, in die Ansätze und auch in die jungen Früchte einlagern. Und es kommt dann dadurch, weil ganz einfach die Nährstoffversorgung nicht gut genug ist, zu einem Fruchtfall. Je nach Sorte und Obstart ist es jetzt so, dass die Bäume unterschiedlich sensibel für diese schlechte Befruchtung bzw. für kaltes Wetter während und nach der Blüte sind. Marillen beispielsweise, die für Frostereignisse, für Spätfrost sehr sensibel sind, zumindest die meisten Sorten, sind, was kaltes Blühwetter betrifft, deutlich weniger sensibel, als es zum Beispiel Zwetschgen oder Kirschen sind. Es ist nämlich so, dass wenn eine Biene den männlichen Pollen einer Blüte auf die weibliche Narbe einer anderen Blüte überträgt, es prinzipiell zu einer Befruchtung kommt, aber dieser männliche Pollen dann noch bei der Zwetschge zum Beispiel 5 bis 7 Tage benötigt, bis er wirklich bis zur Eizelle durchgewachsen ist. Es braucht ein sogenanntes Pollenschlauchwachstum. Wenn jetzt während dieser Phase, während dieser 5 bis 7 Tage die Bedingungen nicht passen, zum Beispiel die Zwetschge zu wenig assimilationsfähig ist, dann werden zu wenig Nährstoffe in der Blüte eingelagert. Das spricht, die Biene oder das bestäubende Insekt hätte die Arbeit ausreichend erledigt. Allerdings ist der Pflanze sozusagen die Energie, der Saft ausgegangen. Bei Kirschen, da ist es so, dass dieses Zeitfenster noch etwas kürzer ist, da spricht man von 3 bis 6 Tagen. Bei Marillen kann ich es zwar nicht in Tage fassen, aber da ist dieses Zeitfenster noch kürzer. Und je kürzer dieses Zeitfenster, desto geringer das Risiko, dass den Blütenorganen die Kraft ausgeht. Sprich, bei Zwetschgen oder Kirschen zum Beispiel reicht schon
kaltes Wetter während oder nach der Blüte aus für eine schlechte Befruchtung. Bei Marillen ist es so, dass man im Regelfall, wenn es zu keinen Frostereignissen kommt, man gute Befruchtungsbedingungen hat. Ein Sprichwort bei uns ist, Marillen müssen tatsächlich erfrieren. Bei Zwetschgen, da reicht schon kaltes Wetter, dass man keine Früchte erntet. Hier hinter mir sind gerade Zwetschgenbäume zwei verschiedener Sorten. Und hier sieht man jetzt schön, dass auch bei Zwetschgen nicht nur kaltes Blühwetter, sondern sehr wohl auch Frost den Ertrag stark mindern kann. Hier zu meiner Rechten, eurer Linken, habe ich einen Baum der Sorte Jojo, eine Chaga-immune Sorte, die aber als sehr frostsensibel eingestuft werden kann. Diese ist hier nämlich während der Blüte beinahe zu 100% erfroren. Hier zu eurer Rechten und meiner Linken die Sorte Chachak Schöne, eine absolute Hauptsorte im europäischen Zwetschgenanbau, die noch einen definitiv übermäßigen Fruchtansatz hat, wo man definitiv noch ausdünnen muss, damit man auch eine sehr gute Fruchtqualität ernten kann. Gegen Fröste und Spätfrost, da kann man kaum etwas unternehmen, bis auf vielleicht das Abdecken der Obstbäume im Hausgarten. Im Erwerbsobstanbau könnte man auch mit Frostkerzen oder Windmaschinen Fröste mit geringen Minusgraden etwas puffern. Bei der Nährstoffversorgung, da hat man eine Spur mehr Möglichkeiten, denn vor allem eine ausreichende Stickstoff- und Bohrversorgung ist für eine gute Befruchtung notwendig. Hier kann man auch mit Blattdüngern etwas nachhelfen, wenn die Witterungsbedingungen nicht perfekt sind und so für eine etwas bessere Befruchtung sorgen. Wichtig ist aber, dass man immer zuerst die Nährstoffe im Boden ausgleicht. Eine gute Nährstoffversorgung über den Boden ist immer die Basis für ein gesundes Pflanzenwachstum. Mit Blattdüngern, da kann man nur punktuell und in kleinem Ausmaß eingreifen. Kann aber vor allem in kritischen Jahren mit schlechten Wetterbedingungen durchaus entscheidend sein, ob man einen sehr hohen oder vielleicht nur einen mittelmäßigen Fruchtansatz hat. Ein Spruch eines ehemaligen Obstbauprofessors in meiner Schulzeit, mit dem ich mir die Nährstoffe für die Befruchtung wahrscheinlich ein Leben lang gemerkt habe, ist, dass der Nährstoff Bor sowohl fürs Narbensekret als auch für das Pollenschlauchwachstum sehr wichtig ist. Bor ist sozusagen das Viagra unserer Obstbäume. Neben dem Wetter und fehlender Nährstoffe können jetzt auch noch verschiedene Schädlinge für einen Fruchtfall nach der Blüte verantwortlich sein. Je nach Obstart können das ganz unterschiedliche Schaderreger sein. Beim Apfel zum Beispiel der Apfelwickler oder auch bei der Zwetschge der Pflaumenwickler oder die Pflaumensägewespe. Diese Wickerarten wie Apfelwickler und Pflaumenwickler, die sind verantwortlich für die sogenannten wurmigen Äpfel oder die wurmigen Zwetschgen. Wenn hier die Frucht frühzeitig im Jahr befallen wird, dann kommt es gar nicht so weit, dass man eine wurmige Frucht ernten kann, sondern die Frucht fällt bereits früh und unreif ab. Die Pflaumensägewespe, die ist ein Schädling, die ihre Eier in die weiße Blüte der Zwetschgen und Pflaumen ablegt. Kurz nach der Blüte schlüpfen dann aus diesen Eiern die kleinen Larven und diese fressen sich direkt in die kleinen jungen Zwetschgen hinein. Das erkennt man oft sehr gut, weil die abgefallenen Früchte alle ein Loch haben. Die Früchte fallen dann nach der Blüte sehr schnell und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn man Probleme mit solchen Schaderregern hat, wie zum Beispiel der Pflaumensägewespe, dass man direkt nach der Blüte eine Pflanzenschutzmaßnahme setzt, wenn man seinen Ertrag retten möchte. Wenn man das 2-3 Wochen verabsäumt, ist es einfach zu spät, man kann dann nichts mehr machen, der Schaden passiert direkt nach der Blüte. Wichtig ist aber auch, nicht in die Blüte hinein zu behandeln, weil die Pflaumensägewespe ist ein Insekt. Man muss natürlich mit Insektiziden behandeln, damit man gegen diese eine Wirkung hat. Und in der Blüte würden wir dadurch unsere befruchtenden Insekten auch mittreffen. Sprich, hier aufpassen, wenn man gegen die Pflaumensägewespe etwas unternehmen möchte, dann am besten direkt nach der Blüte.
Dieser Zeitpunkt direkt nach der Blüte, der ist nicht nur für die gerade genannten Schaderreger ein guter Zeitpunkt, um sie zu bekämpfen, sondern auch zum Beispiel für andere Insekten wie Blattläuse. Wenn man hier direkt nach der Blüte ein Mittel einsetzt, das zum Beispiel gegen Blattläuse und Sägewespe wirkt, dann hat man für den Hausgarten eigentlich oft das Schlimmste abgewandt. Bei Blattläusen ist es zum Beispiel so, dass zu einem späteren Zeitpunkt meist auch schon ausreichend Nützlinge da sind, um einen starken Befall oder einen starken Schaden abzuwenden. Direkt nach der Blüte, da sind aber meist die Blattläuse schneller. Wenn man also einmal direkt nach der Blüte behandelt und danach auf weitere Insektizide verzichtet, ist das für den Garten oft absolut ausreichend und vielleicht bis auf einzelne Spitzen kommt man sonst ohne Schäden aus. Und so einzelne Spitzen, die würde ich absolut tolerieren. Die Nützlinge brauchen ja auch Futter. Wenn man so eine Behandlung direkt nach der Blüte macht, dann könnte man auch noch gleich ein Mittel mit fungizider Wirkung, also gegen Pilze, mit dazu mischen. Und da würde ich dann jetzt je nach Obstart auf andere Hauptschaderreger, Schlüsselschaderreger achten, wie zum Beispiel beim Apfel etwas gegen Schorf und Mehltau oder zum Beispiel bei der Kirsche gegen Schrotschuss. Etwas, was dieses Jahr besonders stark auftritt, ist zum Beispiel die Kräuselkrankheit beim Pfirsich oder bei Nektarinen oder auch Monilia bei Marillen und Weichseln, Sauerkirschen. Gegen diese Krankheiten ist es jetzt definitiv zu spät. Hier sind die Infektionen schon bei Monilia in der Blüte und bei der Kräuselkrankheit deutlich vor der Blüte beim Knospenschwellen passiert. Wenn man hier jetzt starke Symptome sieht, dann könnte man bei Monilia nur mehr einen Monilia-Schnitt machen oder bei Kräuselkrankheit bei einem leichten Befall die Blätter abzupfen. Dazu haben wir aber auch schon eigene Videos für euch gemacht. Ich verlinke sie euch an dieser Stelle in der Infokarte. Gegen Kräusel und Monilia ist es jetzt definitiv zu spät zum Spritzen. Trotzdem würde ich diese Maßnahme, die ich vorher angesprochen habe, direkt nach der Blüte mit einem Mittel mit Insektizider und vielleicht auch zusätzlich fungizider Wirkung empfehlen, damit keine zusätzlichen Schäden mehr dazukommen. Momentan treten sehr viele Leute mit den Problemen Monilia und Kräuselkrankheit an uns heran. Was ich jetzt schon weiß, was in 2 Wochen circa kommen wird, ist dann das Röteln bei Kirschen bzw. in weiterer Folge der Juni-Fruchtfall beim Apfel. Das Röteln oder der Juni-Fruchtfall, das sind keine Krankheiten, das sind keine Schaderreger, sondern das ist einfach auch physiologisch nährstoffbefruchtungsbedingt. Dagegen kann man keine Pflanzenschutzmittel einsetzen oder dergleichen, sondern um ein starkes Röteln oder um einen starken Juni-Fruchtfall zu verhindern, ist einfach ein ausgeglichen wachsender Baum notwendig. Sprich, man sollte auch schon im vergangenen Jahr ein ausgeglichenes Wachstum haben, damit in den Knospen, die sich im Vorjahr bilden und heuer blühen und fruchten, ausreichend Reservestoffe eingelagert werden. Ein zu kräftiger Schnitt, der mindert sowieso schon den Ertrag, Wachstum und Ertrag, das steht immer in Konkurrenz und starker Schnitt regt starkes Wachstum an. Und Bäume, die besonders kräftig wachsen und sowieso schon einen geringeren Fruchtansatz haben, die neigen dann oft nochmal besonders stark dazu, mehr zu röteln, einen stärkeren Juni-Fruchtfall zu haben. Sprich, Bäume, die eh schon wenig Potenzial haben, auf denen erntet man schlussendlich noch weniger. Das liegt daran, dass die stark wachsenden Triebspitzen viele Nährstoffe brauchen. Hier spricht man vor allem von Calcium als Hauptnährstoff. Und diese wachsenden Triebspitzen entziehen den Früchten, aber auch den Knospen diese Nährstoffe. Weil dann die Knospen bzw. die Früchte die Nährstoffe nicht einlagern können, werden diese vom Baum in weiterer Folge abgestoßen. Welche Fragen oder Sorgen zu Obstbäumen sind bei euch in letzter Zeit aufgetreten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich hoffe, zum Thema Fruchtfall nach der Blüte ist jetzt alles geklärt. Ich wünsche euch eine gute Ernte und schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Bulsdorf. Bis zum nächsten Mal.